Julietta hier für Ocelot TV. Ich sitze hier mit den coolen Hamburger Jungs vorhin. Zu meiner Linken Ron und Dennis. Und wir befinden uns hier im Zoom Frankfurt, das ehemalige Singkasten. Ja, wir befinden uns hier kurz vor der Show. Und da fange ich doch jetzt mal an mit ein paar Fragen. Seid ihr gut hier angekommen, weil es ja alles vereist ist momentan? Also seid ihr mit dem Tourbus gefahren oder wie seid ihr hierher gekommen? Also wir sind momentan mit einem ganz großen Sprinter unterwegs und wir sind sehr gut hergekommen. Ich bin gefahren. Yeah. Was kein Garant dafür ist, dass wir gut ankommen, weil ich glaube immer, der Rest der Band ist immer so, die schlafen nie wirklich ganz ein, weil sie müssen schnell. Ist das wirklich so? Ja. Also und ich habe noch gedacht, okay, das war, ich wollte da jetzt einen Witz draus machen, aber anscheinend sind die Jungs echt paranoid, weil ich fahre entweder, ich beschleunige immer so komisch. So. Das heißt? Und außerdem fällt mir beim Fahren immer ein, dass ich dann doch gerade ein anderes Lied hören möchte und dann hänge ich mit dem Rechten an meinem iPhone. Und wenn du dich unterhältst und dich dann nach hinten drehst, ja, dann ist es auch immer ein bisschen... Was willst du machen? Also, wir sind gut angekommen. Es ist zwar vereist, aber wir sind nicht gerutscht. Nein, wir fahren ja nun auch nicht, wir heizen ja nun auch nicht so schnell. Also, liebe Leute da draußen, so pünktlich muss man nicht sein, wenn man da sein Leben für riskiert. Wir haben schon wieder Unfälle gesehen an der Sideline. Das war schon wieder echt richtig, richtig, absolut, richtig schlimm. Also, und das alles nur, weil man 5 Minuten eher da sein will. Und heute hatten wir ja auch nicht so einen langen Anfahrtsweg. Wir sind nur 120 Kilometer gefahren. Wir waren gestern in Kaiserslautern und es war super da und konnten ein bisschen ausschlafen dann und waren eigentlich einigermaßen fit. Auch wenn man, genau, ausschlafen heißt bei euch? Lobbycall war um 12. Normalerweise sind wir, gerade wenn wir längere Strecken haben, irgendwie sind wir relativ zackig. Morgens, wenn ich dann immer das Schedule aufmache und lese da irgendwie Lobbycall 8 Uhr morgens, wenn wir um 12 Uhr erst von der Bühne gekommen sind, dann hat man 5 Stunden geschlafen und ist dementsprechend am nächsten Tag ein bisschen zermatscht. Groggy, wie der Hammer. Bei mir eher groggy oder bei mir richtig mies drauf. Wenn ich nicht genug, wenn meine 8 Stunden Schlaf nicht gekriegt habe, ja, dann wäre das ein verdammt ätzender Tag. Ja, das ist bei mir auch so. Ocelot TV beschäftigt sich vor allem mit Musik, aber auch mit Snowboarding, also Wintersport. Macht ihr da was in der Richtung? Naja, ich habe meinen Bronzekurs im Skifahren gemacht. Damit hat es aber auch aufgehört. Und für die Oldschooler unter euch noch in der Skischule von Toni Seile. Gott hab ihn selig. Ja, Snowboard finde ich, ich mag das Gefühl nicht. Mit zwei Füßen oder mit beiden Beinen auf einem festen Brett zu stehen. Ich mag das nicht. Man muss sich unabhängig voneinander bewegen können. Sascha fährt Bigfoot, soweit ich weiß, wenn er mal im Winter ist. Und was machst du? Bei mir ist es so, ich habe leider noch nicht so viel Zeit dazu gefunden, mal in die Berge zu fahren. Und wenn, dann eher Ski. Also Snowboard ist ein bisschen zu speziell. 80s Babies. 80s. Also eher die Sommertypen. Ja. Ah, nee, kannst du bei mir nicht sagen. Also bei mir ist es, glaube ich, wirklich also 50-50. Wintersport oder Strand. Geht beides. Aber auch Dänemark, ein Haus in der Einhöhle, geht auch gern mal. Ja, es ist schon wieder fast ein Jahr um, seitdem ihr Kassel rausgebracht habt. So rückblickend, seid ihr zufrieden, wie das Album angekommen ist und von den Kritiken her? Naja, Kritiken sind, also ich weiß nicht, ich gehe immer von mir aus, ja, mir sind Kritiken egal. Ich musste das auf die harte Art und Weise lernen, denn erst als ich selber CDs rezensieren sollte für ein Hamburger Stadtmagazin, habe ich erstmal gecheckt, warum sich oftmals das Gefühl eingeschlichen hat, da hat jemand die Platte nicht gehört. Und wenn ich überlege, weil ich weiß, wie es ist, wenn du dann wirklich Anfang der Woche 15, 20 CDs kriegst und sollst objektiv bleiben. Und ich höre zum Beispiel, ich für meinen Teil höre fast nur Hip-Hop. So, und wenn dann mir jemand ein Rockalbum schickt oder vielleicht ein Hardrock, was wirklich die gruseligste Musikrichtung in meinem Kosmos ist, dann kann ich das nicht wirklich, ich habe es gut rezensiert, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Leute, die für größere Blätter oder Online-Portale arbeiten, einfach nur sich die ersten 2 Songs skip, skip, skip und dann wird das Album daran festgemacht. Und das, ansonsten, viele Fans waren, aber das haben wir ja auch vorhergesagt, vor den Kopf gestoßen von einigen Tracks auf der Platte. Aber gerade gestern hast du die Mail auch gekriegt, da schrieb ein Fan, er meinte, wow,
mein Musikgeschmack hat sich zwar geändert, aber es ist gut zu wissen, dass die Helden meiner Jugend immer noch irgendwo da draußen sind. Und das da habe ich einfach nur so gedacht, ja Mann, weil man kann es eh nie jedem recht machen. Also, Also es ist ja auch eine bestimmte Musiksparte und da kann man erinnern. Also, naja, wir haben ja vor allen Dingen über die ganze Band-History, die in den letzten 12 Jahren immer darauf geachtet, dass das eine Album nicht dem anderen gleicht. So. Und das machen mir leider viel zu wenig Bands. Ja. Muss sich trauen, auch mal gehasst zu werden von seinen Fans, wenn man selber aber glücklich ist und die Fans sind nicht mit im Proberaum. Und ich mache auch, oder wir machen auch, ja nicht in erster Linie für die Fansmusik, wir machen in erster Linie Mucke für uns. So. Und freuen uns natürlich, wenn das alle anderen auch gut finden. Und wenn es einer dann nicht so gut findet, ja Gott. Ich finde auch von meinen Lieblingsbands diverse Alben echt nicht gut, aber ich höre sie trotzdem der Komplettheit halber. Oder vielleicht sind meine Ohren und mein Hirn und mein Herz noch nicht bereit für diese Songs. Später vielleicht. Also ich finde, da es auch mein erstes Album war, mit den Jungs, bin ich doch recht positiv überrascht, dass es gute Kritiken gab durchweg, nicht durchweg, aber halt, ich sag mal so, es hat sich immer gesteigert in den letzten Jahren wieder so, ne? Mal das erste Album rausgelassen, wo es aber viele kontroverse Kritiken auch gab. Aber ich finde doch schon sehr schön zu lesen, was viele Rezensenten geschrieben haben. Ne? Ja, also ich liebe das Album immer noch seit dem ersten Moment. Und war das dein erstes Album generell? Genau, also das erste Album, wo ich richtig involviert war im Songwriting und eingespielt habe. Und ja. Ihr hattet das 500. Konzert am 10. November. Wie war das? Waren da irgendwelche Special-Auftritte und was war nach der Show? Was da passiert so? Also Special-Auftritte, wir hatten den Produzenten, der die Quasar-Scheibe gemacht hat, der Chris Wolf, der hat Piano gespielt bei Eobain und bei Hollow Man. Was extrem krass war, weil so haben wir den Song damals gemacht, nur mit Klavier. Und also Dennis, du hast ja auch bei Hollow Man hast ja auch noch dazu, oder? Nee, da habe ich nicht dazu. Es war einfach krass, meine Freundin war im Publikum, für die ich den Song ja damals geschrieben habe auch, und das war die Stadt da. Es war an Gastauftritten war das der einzige, den wir hatten. Das Blöde war, die Bulls waren einen Tag später in Hamburg. Und wir haben gehofft, dass sie vielleicht overnight kommen können, aber die waren so weit, irgendwo in Göttingen oder so. Dementsprechend, das wäre eine gute Kollabo gewesen an dem Abend. Aber die eigentliche Show war die Fallen Army. Die eigentliche Show waren die Fans da unten. Da. Über 2 Stunden gespielt und so viel Euphorie im Publikum gehabt, das war Wahnsinn. Also wir wussten gar nicht, was wir noch sagen sollten irgendwie. Das war wirklich der absolute Hammer, einfach diese Resonanz zu erfahren. Und wir haben auch viele, viele Leute sehr überrascht mit der Setlist. Wir haben sehr viele Sachen anders gemacht diesmal. Wir haben viel Medleys eingebaut, wir alte wie neue Sachen zusammengeknüpft, verknüpft und so weiter. Und es hat auch einige Leute richtig... einigen Leuten sehr gut gefallen und haben gesagt, das hätten wir nicht gedacht. Viele haben auch gesagt, dass es das beste Konzert war, was sie überhaupt gesehen haben. Das ist ja ein Großkompliment. Auch die alten Leute, also die schon sehr lange dabei sind, haben gesagt, so die Setlist hätten sie nicht erwartet und das war wirklich over the top. So. Das Blöde war, also weil du meintest, auch Aftershow-Party, ich weiß nicht, ihr wart noch feiern, ne? Nee, ich konnte dann auch nicht mehr. Ich war so erledigt auch von dem Abend so. Also ich habe noch ein Bierchen getrunken mit ein paar Leuten irgendwie von der Crew. Und das war's dann. Bei mir kam der Notarzt nachts noch. Wir waren losgefahren und ich war schon krank am ersten Tag und dann haben wir 2 Wochen sind wir getourt. 2 Wochen krank getourt für mich, war echt doof. Aber klar, immer mit Hamburg im Hinterkopf, so scheiße, 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 du kannst jetzt nichts absagen vorher oder so. Und Medikamente haben es dann hingekriegt, dass wir dann auch das nächste Konzert nach dem Tag in Hamburg spielen konnten. Ja. Dementsprechend wäre da sowieso keine lange Aftershow-Party möglich gewesen, weil wir am nächsten Tag wieder nach Rostock mussten. Aber nach Rostock ging nichts mehr und da wurde der Rest der Tour verschoben. Und jetzt sind wir hier. Genau. Ihr immer diese tollen Tour-Trailer und so, ist richtig gut gemacht. Macht einer das von euch selbst? Wir machen es immer selbst, ja. Genau. Ja. Also wer gerade Lust hat. Genau, ehrlich gesagt tatsächlich so, dass mal den Trailer macht der, weil er gerade halt die Vision hat und manchmal ist es so, dass wir sogar zusammen daran arbeiten, weil der eine eher die Grafikelemente macht, der andere mehr den Schnitt. Also wir haben auch Spaß daran, das selber zu machen. Und wir wissen halt genau, was wir wollen. Und dann brauchen wir nicht andere Leute noch involvieren oder bezahlen. Wir haben einfach sehr viel Spaß daran auch. Ron, du hast mal gesagt, du bist ein Mensch, der sich auch gerne zurückzieht.
Dennis, bist du da auch so in der Richtung? Also, dass ihr eher nicht so viel Party macht und dann mal ein bisschen ausspannt nach den Shows? Naja, zurückziehen und Party machen, also das kann man auch so oder so auslegen. Also ich bin sehr gerne in Gesellschaft. Auch wenn ich in Hamburg bin, gehe ich viel raus, um halt wirklich Leute zu treffen. Da habe ich wirklich viel Spaß und es kommt immer drauf an, Party machen. Es kommt immer auf den Moment an und auf die Leute, die halt um einen rum sind. So, ne? Wenn man eine gute Location hat, wenn es gemütlich ist, so wie in Berlin letztens, dann geht man halt nochmal feiern. So. Aber grundsätzlich bin ich dann auch froh, wenn ich im Bett bin. So. Ich bin, weiß nicht, bei mir hat sich das Feiern irgendwie erledigt. Also, weil es ist so, ich moderiere während der Show. Ich bin vor der Show für vieles, für die Fans da, nach der Show. Und ich bin so redefaul dann, ich mag nicht mehr. Ich habe irgendwie meine Stimme wirklich 1,5 Stunden niedergegrindet. Danach noch mit den Fans gesprochen, wo dann auch immer, was auch immer mit einem ziemlichen Lautstärkepegel im Club noch ist. Und ich mag dann einfach nicht mehr reden. Und wer eine Vollendshow gesehen hat, weiß, ich bewege mich halt viel und bin halt echt danach. Ich möchte danach mich echt entspannen und meine Ruhe haben, nettes zusammen rumhängen gerne. Manchmal habe ich auch so, manchmal bin ich auch noch so, alles klar, ey, lass noch mal los, aber das ist wirklich ganz, ganz selten noch. Abschließend die Frage, habt ihr ein Ritual vor der Show? Die Frage kommt immer, aber muss sein? Ja, also wir sammeln uns im Backstage oder hinter der Bühne. Jeder hat einen Shot in der rechten Hand und die linke Hand liegt auf der Schulter des Nebenmannes. Dann halte ich meistens so eine kurze Rede und die endet mit den Worten, geht gesund rauf, geht gesund wieder runter. Und dann nehmen wir uns alle nochmal in den Arm. Das hat sich irgendwann so eingebürgert. Einmal nochmal Energieaustausch, weil das Ding ist, Energieaustausch ist vor einer Show echt wichtig. Wir sind ja so die Band, die 5 Minuten vor Kickoff irgendwie todmüde ist und fast einschläft. Ja. Immer. Jeden Gig, egal welche Location, ob Rock am Ring oder ein Jugendzentrum, ist egal. Wir, Adrenalin, nee. Der kommt, wenn dafür, der Shot runtergekippt. Genau, deshalb, das ist so der Trigger, ne? Dass wir gleich loslegen. Wenn die Leute brüllen, das ist dann der Moment, wo auch bei uns die Gizmos angehen. Und ansonsten, wir machen das ja nun auch jetzt 12 Jahre so. Und Aufregung ist immer noch da. Aber nicht mehr in dem Maße. Bin ich früher noch kotzen gegangen vor der Show irgendwie, weil, also als bei zu Headtrip-Zeiten, also vor 15 Jahren oder so, weil ich so aufgeregt war, obwohl nur 5 Leute gekommen sind oder so. Das ist heute nicht mehr zum Glück. An euch Fans da draußen, Dankeschön für 12 wirklich wunderschöne Jahre bisher und danke fürs Treue halten, Trends rauf, Trends runter, ob MTV, ob Viva, ob Radio, ob massive Präsenz oder nicht, der harte Kern, der innere Kreis ist immer dabei und wir wissen das sehr zu schätzen, auch wenn wir abends nach der Show manchmal recht kurz angebunden sind, wir haben euch auf dem Zettel und wir sind meistens am nächsten Tag geht es im Auto weg und wer alles da war und, oh, und wow und begeistert und habt ihr gesehen und der Typ mit dem Vollend-Tattoo auf dem Rücken und habt das und so. Und wir wissen das. Wir sehen das, wir wissen das und wir wissen nicht, was wir sagen sollen, weil ihr so großartig seid. Von daher recht herzlichen Dank im Namen der ganzen Band fürs Dabeibleiben und fürs Benzin liefern für den Bulldozer. Der wird nicht rollen ohne euch. Und love.